So, Freunde, gleich gibt es das Team Showcase zu meinem Gogeta-Team. Bevor wir das machen, können wir hier noch einen Multi raushauen. Ich bin hier nämlich im zweiten Step, heißt, ich will die ganzen Steps mitnehmen. Aber warum sind wir hier drin? Das wird sich jetzt vielleicht übertrieben frech anhören. Mein Goku, den ihr da seht rechts, der ist auf SA 9. Ich habe ihn quasi dadurch... Oh, wir haben sogar einen Featured Charakter. Also ganz ehrlich, natürlich wäre es krank, wenn ich hier was noch ziehe. Zum Beispiel den Vegeta habe ich nicht. Aber warum ich hier optimistisch reingegangen bin, ist... Ich will den SR physisch Super Saiyan Goku, damit ich die SA von dem Goku erhöhen kann. Genau da, den habe ich gemeint, weil der ist bei mir auf SA 9. Der gibt auf SSR nämlich 50% für den Tech Goku, der zu Gott gewirrt. Hört sich ein bisschen komisch an, hört sich frech an. Super Gogeta, okay, ein Dupe für Super Gogeta. Das hilft uns gleich im Showcase, weil auf JP habe ich keinen Dupe für ihn gehabt. Aber ja, so viel dazu zu dem Multi. Den Goku, okay, krass, den haben wir auch mitgenommen, alles klar, den nehmen wir auch mit. Genau, gleich sehen wir zum Showcase dann wieder, Freunde. Ich hoffe, ja, das wird was. Ich hoffe, das wird was. Lass uns noch durchdrücken und dann switchen wir gleich rüber. Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Reihe? Und heute im Showcase zu meinem Super Saiyajin Gogeta-Team. Denn wir wissen, er gibt ja zum einen den Movie Heroes Charakter in Ki plus 3 auf den Angriff 170%, auf die HP und Verteidigung 150%, oder den Fusion Charakteren Ki plus 3 170% auf den Angriff, 130% auf HP und Death. Und weil er Super Saiyajin Gogeta heißt, können wir auch Super Gogeta mit ihm spielen. So sieht mein Team aus, Freunde. Wie gesagt, ich habe versucht, den kompletten Leader Skill mitzunehmen, sowohl Fusion Charaktere als auch Movie Heroes Charaktere. Und bei dem Goku hat das Gott sei Dank geklappt. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich konnte den physisch Super Saiyan Goku ziehen und auf SSR gibt dieser oder hat eine 50%ige Chance, diesem einen SA-Boost zu geben. Natürlich, wenn er ein Super Saiyajin Goku ist, also nicht awake. Das hat geklappt noch. Dieser Goku ist auch wirklich insane. Den gucken wir uns auch gleich näher an. Zumal ich euch eines zeigen will, Freunde. Wie gesagt, wegen dem Filter. Ihr könnt ihr dann einstellen. Einmal die Movie Heroes Charaktere. Movie Heroes sind hier. Da steht ein fettes Hero dran. Und ansonsten, ist das Fusion? Gucken wir mal kurz rein. Nope, das war nicht Fusion, aber eins drunter sollte Fusion sein. Und da könnt ihr das quasi so filtern. Auf Globe gibt es diesen Filter noch nicht, kommt aber in Zukunft noch hinzu. Und ich habe im Prinzip einfach mal so jetzt aus meinen Movie Heroes und Fusion Charakteren ein Team zusammengestellt. Das Team sieht folgendermaßen aus, Freunde, aber die Tage werden euch auch andere Team Setups erwarten. Denn da geht wirklich sehr viel in Sachen Team Setup mit den Dual Kategorien etc. Ihr habt es wahrscheinlich schon vielleicht gesehen bei meinem Broly Team Showcase, das auch live, falls ich gesehen habe, könnt ihr euch es gerne ansehen. Jedenfalls habe ich versucht, das Team so zu bauen, wie es gerade ist, sowohl, also den kompletten Leader Skill mitzunehmen, sowohl Movie Heroes Charakter als auch Fusion Charakter. Heißt, mir geht es hier nicht dabei, Freunde, wir haben ein Gogeta Team, wir gehen gegen Broly, genau, mir geht es hier nicht dabei, das beste Setup zu zeigen, sondern einfach aus meiner Charakterliste die Charaktere zu einem Team zu bauen und euch da auch zu sagen, da müsst ihr auch auf eure Charakterliste gucken, welche Charaktere da quasi bei euch sind, die ihr nutzen könnt. Jedenfalls aber, wie schon bereits gesagt, Moment, das Team ist dieses hier, genau. Die Tage werden auch noch verschiedene Showcases kommen, Freunde. Da wird auf jeden Fall viel auf uns zukommen, sei es auf JP, aber auch für Global mit Hit. Denn wegen diesen Dual-Kategorien geht so viel. Man kann auch Gogeta zum Beispiel nur in einem Fusion-Team spielen, nur in einem Movie-Heroes-Team ihn als Leader nehmen natürlich. Wobei bei einem Fusion-Team, wenn ihr LR Gogeta habt, dann nimmt LR Gogeta als Leader und Gogeta als Teammitglied. Denn LR Gogeta gibt da ein bisschen besseren Boost. Er gibt ja nämlich zwei Attributen, 170%. Und bei Gogeta ist es nur auf den Angriff. Aber, Freunde... Außerhalb davon, was wollte ich euch noch sagen? Ja, genau, in Sachen bestes Team-Setup geht es mir nicht. Wie gesagt, wenn ich ein bestes Team-Setup hätte, das ist schwierig. Es gibt so viele Team-Setups dank den Dual-Kategorien. Da geht wirklich so, so viel. Wir haben es zum Beispiel in dem Teambild von Hit gesehen. Deswegen habe ich mir in den letzten Tagen natürlich ein paar Gedanken gemacht. Aber ja, ich warte da noch ein bisschen, ja, bis ich so vielleicht ja richtig Bescheid weiß. Okay, das und das kann ich weiterempfehlen, das und das geht, aber... Ganz ehrlich, in so einem Niederskill macht ihr kaum was falsch. Wirklich, da macht ihr kaum was falsch. Also, ihr wisst, ich bin eh nicht so einer, der immer das Optimale vom Optimale haben muss. Sofern eigentlich auch diese optimalen Teams natürlich auch von anderen erstellt werden. Aber die haben natürlich ihre Berechtigung. Aber ich sag dir immer, hey, ganz ehrlich, macht euch eure eigenen Gedanken. Ihr wisst ja, wie die Niederskill funktionieren. Ihr wisst, wie man Teams baut und geht in eure Charakterliste her. Oder schaut euch die Charaktere an, die in der Kategorie sind. Und baut euch ein Team, worauf ihr Bock habt einfach, mit dem ihr spielen könnt. Denn seien wir ehrlich, Freunde, sofern ihr ein Team habt, das funktioniert in Dokkan Battle, damit seid ihr gut gedeckt, ja. Also, mit diesen Hardest Hitting Schiene, Optimal Schiene und so, da... gehe ich natürlich auch drauf ein, wenn es berechtigt ist, vor allem in den Team-Rating-Videos. Aber ihr kennt mich, ich fahre da lieber meine eigene Schiene, sag ich mal. Apropos eigene Schiene, dieser Godku, wisst ihr, wie brutal der ist? Er gibt sich selbstständig Ki plus 3.
Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 100%. Wow, heute ist ein guter Tag. Wir bekommen eine Ulti auf LS Super Saiyan 3 Goku. nee, dem Setup ist auf jeden Fall gut, weil wir haben immer, wir haben mehr oder weniger over eine Flash-Charaktere nur eigentlich. Jedenfalls, dieser Goku, Ki plus 3 gibt sich selbstständig Attack und F 100%. Die SE-Animation sieht richtig geil aus. Ihr habt gesagt, es sieht aus wie ein roter, das rot ist Rasengan. Ja, tatsächlich. Stimmt, es sieht echt aus wie ein rotes Rasengan. Und er hat ein Ziel drauf auf den Super Attack. Zusätzlich tut er eine bestimmte Anzahl an Orbs in Rainbow Orbs ändern. Und pro Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er 7% auf den Angriff. Das war verdammt nochmal nicht alles. Wenn er dann zusätzlich gegen einen Movie Boss Gegner kämpft, hat er eine Damage Reduction von, haltet euch fest, 77%. 77%, wenn er gegen einen Movie Boss Charakter kämpft. Und das ist hier natürlich der Fall. Wir kämpfen nämlich gegen Broly. Und jetzt überlegt mal, wenn da ein Ding, wenn da ein Super Battle Stage rauskommt, in dem man gegen Movie Boss Charakter kämpft und ihr ihn mitnehmen könnt. Also ich kann mir vorstellen, dass man gegen Movie Heroes, wenn man in Movie Hero Stage reingeht, dass man gegen dann Movie Boss Charaktere kämpft. Also in der Zukunft für Super Battle kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es der Fall ist, jedenfalls. Dann hat er noch 77% Damage Reduction, also der ist insane gut. Aber auch der God Vegeta ist wirklich gut. Ich hatte leider nicht das Glück, ihn zu ziehen. Falls es passiert, wie gesagt, ich tue da gerne mal Summon in den Streams. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt noch ein Multi, das ist der dritte. Und dann habe ich den vierten kostenlos. Das sind zwei Multis, die mache ich dann gerne in Streams spontan, wenn ich da auf die 50 Stones komme. Heißt, wenn ihr in den Streams reinschauen wollt, Freunde, der Streamplan ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne abchecken. Aber auch diese Rotation ist wirklich insane. Wir haben hier Super Saiyajin Gogeta und Super Gogeta. Deswegen kann man beide spielen. Sie teilen 6 von 7 Link-Skills. Hier ist wirklich alles gedeckt. Also natürlich nicht alles, aber alles Nötige, was sie brauchen. Und ihr seht schon, sie hauen alles links und rechts zur Seite. Ich habe noch Goodings mit ins Team gepackt. Und ansonsten funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Super Gogeta, Freunde. Super Gogeta. Ihr sollt ihn auf... Super Saiyajin Gogeta. Ja? Der muss auf jeden Fall jetzt exakt sein. Super Saiyajin Gogeta, der sich... noch nicht transformiert, aber Super Saiyajin Gogeta, wie ist, sieht denn das Ganze mit dem Boy aus? Wisst ihr, jetzt würde mich interessieren, wie gut er tankt. Der hat nicht mehr Damage Reduction. Wir holen diese 3 Rainbow Orbs, heißt, er bekommt nur 21% auf den Angriff. Das interessiert mich mal, wir lassen das Ganze mal so. Denn diese Phase von Broly, da müsst ihr aufpassen, Freunde. Broly kann euch legit umhauen. Der macht übertrieben viel Schaden und vor allem, wenn er eine Super Attack startet, dann tut er jetzt zum Beispiel, dann tut er die Verteidigung massively verringern, heißt die folgenden Angriffe, die darauf folgen, machen sehr viel Schaden. Aber jetzt, der hat eine 70%ige Damage Reduction, jetzt bin ich drauf gespannt, wie viel Schaden er machen wird. Normalerweise macht er so 200.000 Schaden, nichts. 29.000, Freunde, das ist nichts. Dieser Goku ist übertrieben gut, der ist übertrieben gut. Ah, jetzt habe ich ja vergessen, wo ich anknüpfen wollte. Ah, genau. Super Saiyajin Gogeta, Freunde, nicht dran zu mit, ihr solltet ihn nicht unterschätzen. Als sie die Daten hatten, wurde er unterschätzt. Aber ich habe gesagt, ey, es liegt nicht nur an den nackten Zahlen, ne? Ein Charakter hat viel, viel mehr als nur die nackten Zahlen. Zum einen sein SC-Multiplayer ist 160%. Viele Charaktere, Doka-feste Charaktere, haben 150%. Er ist einer der wenigen, der 160% hat. Sehr effektiven Schaden gegen jeden. Er tankt F 100%. Wenn er eine Super-Attack startet, erhöht er seinen Angriff greatly. Wenn er sich transformiert, crittet er gegen jeden. Attack Nef 130% und zusätzlich hat ein Double Stack mit Greatly Raised Attack. Also dieser Boy ist der beste Terror-Charakter. Denn zusätzlich zu dem, was ich euch gesagt habe, hat er noch eine Dodge-Chance in der Passive. Also bitte, transformiert ist es 50-50. Und hier kommt die Transformation rein, Freunde, von Gogeta Blue. In der Hinsicht ist er wirklich gut. Aber ich sage es oft, ich will Broly nicht schlecht reden. Broly ist auch übertrieben gut. Diese Charaktere sind eines der besten Terror-Charaktere im Spiel momentan. Broly nämlich ist auch asozial gut. Er kommt selbstständig zurecht. Er ist ein AOE-Damage-Leader. Er transformiert sich schneller als Gogeta. Und wenn er sich transformiert oder auch so an sich, er bekommt einen guten und richtig guten Passive-Boost. Ein bisschen Angriff-Boost durch die Passive-Transformation ist es 188%, 120 Defense, hat eine gute Verteidigung, er macht garantiert eine Additional Attack, die eine hohe Chance hat, das ist 50-50, dass eine Super-Attack wird. Die zwei Charaktere, die sind wirklich sowohl defensiv stark, als auch offensiv und das ist das Gestörte an ihn, Freunde. Und hier kommt unser Boy Gogeta Blue her, sollte ihn umhauen, denn er tut legit immer Kritten und deswegen, Freunde, geht man bei den Gogetas, weil sie sehr viel Schaden machen können und kritten können, immer auf Additional Attack. Heißt, bei dem neuen Super Saiyan Gogeta geht ihr auf Level 20 Additional Attack, Level 6 Crit. Bei den älteren ist man auch auf Additional Attack gegangen, aber keine Sorge, falls ihr bei den älteren auf Crit gegangen seid, es passt, es ist nicht die Welt, wirklich nicht die Welt. Das ist trotzdem auf jeden Fall gut und die Gogetas an sich sind brutal, Freunde. Und wir haben das Team gesehen, oben Gogeta ist wirklich ein Powerhouse an Team. Das Team gefällt mir auf jeden Fall auch. Lasst mich wissen, ob ihr dieses Team auch mögt oder welches Team hat es euch mehr angetan. Ob Gogetas Team oder Brolys Team. Ich muss sagen, Gogeta an sich hat individuell für mich einen kleineren Vorteil, weil er ein bisschen mehr ein Gesamtpaket ist als Broly. Eben wegen der sehr effektiven Crit etc. Aber Broly an sich
wie gesagt, ich will wirklich nicht schlecht reden. Das hört sich vielleicht falsch an, aber ich habe es auch oft gesagt. Brody an sich kommt auch übertrieben gut selbstständig zurück, aber Vorteil an Brody ist einfach die Transformation. Er transformiert sich viel schneller, also was ist viel schneller, aber vierte Runde, eine Runde mehr, schneller. Aber auch die, seine Kategorien haben eine höhere Vielfalt. Also in Sachen Teamaspekt geht bei Brody auf jeden Fall mehr. Bei Gogeta natürlich auch, aber Gogeta ist so ein bisschen beschränkt, sage ich mal. Da ist die Vielfalt ein bisschen geringer als die Kategorien Movie Boss und Full Power bei Broly. Dennoch, wie gesagt, Freunde, als Fazit zum Abschluss, beide Charaktere, wenn ihr beide zieht, seid, könnt ihr euch auf jeden Fall glücklich schätzen. Sie sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Vielleicht solltet ihr euch aber auf Global entscheiden. Will ich Gogeta oder will ich Broly, damit er erstmal auf einen geht. Genau, so viel dazu, Freunde. Aber sofern das Ganze dann auf Global kommt, wie gesagt, Zeit vom Januar haben wir gerade angepeilt. Mitte Januar, wenn zum International Film Release, wenn sie das genauso machen wie in JP, da kommt erstmal das Free-to-Play-Story-Event raus und dann Ende Januar vielleicht wie in JP, ein, zwei Wochen nach dem Story-Event-Release, nach dem Film-Release, die Charaktere. Zeitraum Januar planen wir auf jeden Fall ein, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir ganz auf jeden Fall Like und vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.